guten Morgen, liebe Schuhmännerinnen und Schuhmänner. Wir freuen uns ganz doll, dass wir heute am letzten Schultag, den wir hier in der Schule verbringen, nochmal gemeinsam singen können und dass wir das Programm unserer ersten und vierten Klassen hier gemeinsam erleben können. 4 Wochen können wir uns nicht sehen, eine lange Zeit. Ihr habt ja jetzt noch keine Ferien, es liegt noch eine Schulwoche vor euch, die ihr zu Hause verbringen dürft oder müsst, je nachdem. Die 2. bis 4. Klassen, die sind ja schon unheimlich erprobt darin und haben schon gezeigt, wie toll sie selbstständig lernen können, wie viel Verantwortung sie übernehmen können für das Lernen zu Hause. Für die ersten Klassen ist es ganz neu und ich kann euch versprechen, eure Lehrer haben ganz viele tolle Aufgaben für euch vorbereitet, haben sich ganz viel Mühe gegeben. Ihr könnt ganz viel Online-Unterricht auch gemeinsam besuchen. Ihr könnt euch treffen über MS Teams, ihr könnt euch zusammenschalten. Lasst euch die Zeit nicht lang werden. Strengt euch trotzdem an und nutzt alle Möglichkeiten, die wir euch zur Verfügung stellen, dass ihr eine schöne Zeit habt, auch wenn ihr zu Hause lernt miteinander. Und jetzt freuen wir uns ganz besonders, dass wir das Jahr verabschieden können mit unseren Ersten, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Leider sind unsere Füchse nicht dabei, die müssen schon in Quarantäne sein, aber die können sich das hoffentlich zu Hause anschauen. Die anderen ersten Klassen haben ein Lied für euch vorbereitet. Unsere 4. Klassen haben tolle Gedichte und auch ein schönes Lied. Und ich denke, es gibt auch was, was alle gemeinsam mitsingen können. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß. Das Feuer. Hörst du, wie die Flammen flüstern, knicken, knacken, krachen, knistern, wie das Feuer rauscht und saust, brodelt, brutzelt, brennt und braust. Siehst du, wie die Flammen lecken, züngeln und die Zunge blecken, wie das Feuer tanzt und zuckt, klopft nur Hölzer, schlingt und schluckt. Riechst du, wie die Flammen rauchen, brenzlig, brutzig, brandig, schmauchen, wie das Feuer rot und schwarz, duftet, schmeckt nach Pech und Tag. Fühlst du, wie die Flammen schwärmen, Blut aushauchen, wohlig wärmen, wie das Feuer klackrig wild, dich in warmen Wellen hüllt. Hörst du, wie es leise knackt? Siehst du, wie es macht und klackt? Riechst du, wie der Rauch verzieht? Fühlst du, wie die Wärme fliegt? Kleiner wird der Feuersbraus. Ein letztes Knistern, ein feines Flüstern, ein schwaches Zündeln, ein dünnes Ringeln. Aus. Von James Krüss. Thank you.
Der See hat eine Haut bekommen, sodass man fast drauf gehen kann. Und kommt ein großer Fisch geschwommen, so stößt er mit der Nase an. Und nimmst du einen Kieselstein und wirfst ihn darauf, so macht es klirr und titscher, titscher, der. Heißer, du lustiger Kieselstein. Er zwitschert wie ein Vöglein und tut, als wie ein Schwälzlein fliegen. Doch endlich bleibt mein Kieselstein ganz weit auf dem See draußen liegen. Da kommen die Fische haufenweit und schauen durch das klare Fenster von Eis und denken, der Stein wäre etwas zum Essen, doch so sehr sie die Nase ans Eis auch pressen. Das Eis ist zu dick, das Eis ist zu alt, sie machen sich nur die Nasen kalt. Aber bald werden wir selbst auf eigenen Sohlen hinausgehen können und den Stein wiederholen. Christian Morgenstern. Die heiligen drei Könige aus Morgenland, die heiligen drei Könige aus Morgenland, sie frugen in jedem Städtchen, wo geht der Weg nach Bethlehem, ihr lieben Buben und Mädchen? Die Jungen und Alten, sie wussten es nicht, die Könige zogen weiter. Sie folgten einem goldenen Stern, der leuchtete lieblich und heiter. Der Stern blieb stehen über Josefs Haus, da sind sie hineingegangen. Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie, die heiligen drei Könige sangen. Von Heinrich Heine. Diese wundervolle Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Und jetzt wünschen wir euch alle vier wunderbare, gesunde und schöne Wochen mit euren Familien.